Das Thema, verehrte Zuschauer, wird noch lange aktuell bleiben. Die Nachkommen entdecken die Verbrechen ihrer Vorfahren und kommen mit diesem Wissen nicht zurecht. Costa Gavras hat gerade in seinem Justizkrimi Musicbox davon erzählt. Riskanter geht der Münchner Filmemacher und Dramatiker Jörg Grase seine Geschichte von der Schuld der Väter und der Ohnmacht der Kinder an. Der alte Alois Hunzinger betreibt in einer idyllischen bayerischen Landschaft einen Dorfgasthof. Seine Tochter, einst auf und davongelaufen, kehrt nach langer Abwesenheit zurück. Willkommen ist sie nicht. Sie stört die Idylle, die ihr Vater mit seiner Enkelin, ihrer Tochter, aufgebaut hat. Denn sie weiß von seiner NS-Vergangenheit, weiß, dass er Wachmann war im Konzentrationslager Auschwitz und dass er bis heute insgeheim ein Nazi geblieben ist. Was willst du? Grüß Gott, kannst du wenigstens sagen. Grüß Gott. Grüß Gott. Was kostet die Übernachtung? 30 Mark mit Frühstück. Ich nehme ein Zimmer. Für wie lang? Weiß ich nicht. Hast du einen Ausweis? Wieso? Das Pflicht ist, wegen der Anmeldung. Aber doch nicht bei der eigenen Tochter. Ohne Ausweis kein Zimmer und fertig. Nächste Woche musst du wieder weg sein. So? Weil ich dort zusperre. Betriebsurlaub. Polen. Was willst du denn in Polen? Das geht dich gar nichts an. Bist du sicher, dass du es findest? Ich glaub schon. Auschwitz hat mir ganz anders vorgestellt. Wie? Anders halt. Mehr wie eine Kaserne. Du meinst, es ist das Stammlager. Das ist auf der anderen Seite. Das hier ist Auschwitz II, oder Birkenau, wie man sagt. Hat es da mehrere gegeben? Sowieso. Aus dem Stammlager haben sie ein Museum gemacht. Aber da gehe ich nicht rein. Ich auch nicht. Zusammen mit seinem jüngeren Freund Karl holt sich Hunzinger auf dem ehemaligen KZ-Gelände von Auschwitz-Birkenau eine Kiste mit Zahngold, das er einst von den Opfern geraubt und vergraben hatte. Es wird ihn über Nacht zum reichen Mann machen. Sein junger Komplize wird von der Nachricht überrascht werden, dass er nicht von bayerischen Bauern abstammt, sondern von jüdischen Eltern, die von der SS verschleppt und ermordet wurden. Der aktuelle Mittäter und Mitläufer wird die Perspektive wechseln und die Sicht der Opfer einnehmen müssen. Hunzinger wird ihn verleumden. Polizei und Bürgermeister werden ihn abblitzen lassen. Man könnte gegen Abrahams Gold einwenden, der Film sei zu dick aufgetragen, zu plakativ. Aber das Gegenteil davon hieß im deutschen Kino zu oft bloß ausgewogen, ohne Risiko, ohne Provokation. Jörg Graser versucht das Gegenteil. Mit aller Deutlichkeit erzählt er von einem NS-Verbrecher, der nicht bloß verdrängt, sondern heute noch von den Opfern zu profitieren versucht. Auch wenn dies neue Opfer kostet. Die Gesellschaft lässt ihn gewähren.
Graser schildert die Ereignisse eher als Volksstück, in dem die Momente des Humors zielstrebig umkippen. Ist das jetzt der Dank, dass ich dich großzogen habe?